Gloria Glumek teilte nun erste Worte. Bei Temptation Island stellten sich die Beauty und ihr Ehemann Nicola dem ultimativen Beziehungstest, mit großem Erfolg. Die Eheleute verließen die Reality-TV-Show als Pärchen. Danach machten allerdings einige Krisengerüchte um die beiden die Runde. Und tatsächlich, vor wenigen Tagen bestätigte der Bo die Trennung. Das war aber so nicht abgesprochen, wie Gloria nun klarstellte. Via Instagram konterte sie nun Nicolas Statement mit deutlichen Worten. Dass Nico vor 2 Tagen die Trennung einfach öffentlich gepostet hat, war so mit mir nicht abgesprochen, erklärte sie. Für die Bekanntmachung ihrer Trennung sei die Blondine eigentlich noch gar nicht bereit gewesen, mit dem Aus habe sie aktuell nämlich noch zu kämpfen, mir geht es tatsächlich nicht so gut, aber ich musste den Schritt vor einer Weile gehen. Die Gründe für diesen Schlussstrich deutete Gloria in ihrem Statement ebenfalls an, Nico und ich haben einfach verschiedene Ansichten vom Leben und wir sind einfach nicht auf einen Nenner gekommen. Zwischen den Reality-TV-Darstellern habe es schon eine ganze Weile gekriselt, deswegen seien die beiden schon seit einigen Wochen nicht mehr zusammen.